Das ist eine Stromleitung. Solche Stromleitungen gehen immer geradeaus durch die Landschaft. Manchmal müssen die auch durch Wälder. Das ist ein Problem, denn die Bäume wachsen natürlich immer weiter. Und irgendwann kann es sein, dass so ein Ast die Stromleitung berührt. Und dann passiert sowas wie hier im Trick. Ein Kurzschluss und der Strom fällt aus. Damit es nicht so weit kommt, muss Klaus rechtzeitig hier den Strom abschalten. Und dann kann man die langen Äste absägen. Das macht Toni hier. Der klettert auf die Leiter und sägt Ast für Ast einfach ab. Bloß so mit der Hand ist es ganz schön viel Arbeit und es dauert auch richtig lange. Besser wäre, man müsste gar nicht in jeden Baum einzeln klettern. Besser wäre, die Säge käme von ganz allein hoch an die Äste und könnte gleich mehrere davon auf einmal absägen. Gibt's nicht sowas? Doch, gibt es. 1, 2, 3, ganz viele Sägeblätter. 10 Stück auf einmal. Günther zeigt uns mal, wie die miteinander verbunden sind. Über Zahnräder. Die sitzen ganz dicht verpackt in diesen Kästen. Warum so dicht verpackt? Kommt später. Die Sägen sind so scharf, dass man sie nur mit dicken Handschuhen anfassen kann. An den Sägen dran ist ein Rohr und das kann man mit Benzin volltanken. Über Schläuche am Kanister. Die werden an so eine Pumpe angeschlossen. Und das war's. Das macht Günther jetzt gerade. Einschalten und schon läuft die Motorsäge. In dem Kasten ist der Motor und über diese Riemen werden die Sägeblätter angetrieben. Tja, nur wie kommt dieses Riesenteil an die Äste? Erstmal wieder ausschalten. An dem Tankrohr ist noch ein viel längeres Rohr. Und an dem ist ein Metallring befestigt. Und den kann man an diesen Haken festmachen. Und der Haken hängt an einem Hubschrauber. Und wenn der Hubschrauber startet, dann fliegt er hoch und zieht das Rohr mit sich. Da muss Philipp, der Pilot, ganz schön ordentlich gucken. Und das ist sie, die fliegende Säge. Und mit der fliegt Philipp jetzt zu der Stelle, wo gesägt werden muss. So, Ziel erreicht. Und jetzt kann die Säge eingeschaltet werden. Und jetzt ist auch klar, warum der Motor und die Zahnräder so gut eingepackt sind. Die Säge muss ganz schön was aushalten. Sie schwingt hin und her und hoch und runter. Damit sich Philipp besser aufs Fliegen konzentrieren kann, hilft Michael auf dem Rücksitz beim Gucken. Ja, und so geht's gut voran in der Schneise. Ast für Ast, Baum für Baum. Die beiden müssen sich ganz schön rauslehnen, aber zum Glück sind sie ja angeschnallt. Um das so sauber zu machen, muss sich Philipp total konzentrieren. Und er braucht viel Erfahrung, damit die Säge immer richtig abschneidet. Sogar wenn mal eine Windböe gegen den Hubschrauber drückt. Immerhin hängt das Teil 40 Meter weit runter. Da muss man schon manchmal zweimal gucken, um das Ende zu sehen bei dieser Wackelei. Deshalb hilft Simon von unten vom Boden. Er schaut zum Beispiel, dass niemand sonst in die Nähe der Säge kommt, also kein Wanderer oder Pilzesammler. Und natürlich ist die Schneise abgesperrt. So kann die Säge ganz in Ruhe weitersägen. Vogelnester sind übrigens kein Problem. Die Säge fliegt nämlich nur in den Wintermonaten und da bauen die Vögel keine Nester. Die, die da noch irgendwie hängen, die sind längst verlassen. Simon passt aber nicht nur auf die Wanderer und auf die Tiere auf, sondern auch darauf, dass die Säge nicht zu nah an die Strommasten kommt. Und von oben wird auch geguckt, dass die Säge nicht die Stromleitung berührt.
Da fließt zwar im Moment kein Strom durch und es kann keinen Kurzschluss geben, aber wenn die Säge an die Stromleitung drankommt, dann könnte sich die Leitung um die Sägeblätter wickeln und das ist auch für den Hubschrauber sehr gefährlich. Dann müsste Philipp mit diesem Hebel im Cockpit ganz schnell die Säge abwerfen. Aber hier ist jetzt alles glatt gelaufen. Die fliegende Säge ist fertig und Philipp muss sie zurückfliegen zu ihrem Anhänger. Und da ist er schon. Sägenmotor aus. Jetzt muss Günther am Boden die Säge einfangen. Das ist nicht so leicht. Nächster Versuch. Ganz vorsichtig steuern. Da kommt die Säge. Günther hält sie fest. Und er hängt die Säge hier ein. Und das war's. Den Rest zeigen wir euch jetzt in Zeitraffer. Tja, so eng war die Schneise vorher. Und jetzt nach der Sägearbeit ist viel mehr Luft. Und auch von oben sieht man, da ist genügend Abstand zwischen den Bäumen und der Leitung. Nach nur 2 Stunden kann der Strom wieder eingeschaltet werden. So, jetzt macht jahrelang kein Ast mehr einen Kurzschluss. Und die Säge mit dem Hubschrauber fliegt schon wieder weiter zur nächsten Schneise irgendwo in Bayern.